Der Paritätische in der Kinder- und Jugendhilfe. Vielfältig, offen, bunt. Das ist Symra. Sie macht einen Freiwilligendienst in einer stationären Jugendwohngruppe, eine Einsatzstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Sie fragt sich, was hat dieses Gleichheitszeichen mit meiner Einsatzstelle zu tun? Hier lernt sie auch Marcel kennen. Er lebt seit 3 Jahren in der Jugendwohngruppe. Jetzt wird er 18 und das Jugendamt beendet damit erst einmal die Hilfe und Unterstützung. Er soll aus der Jugendwohngruppe ausziehen und sich selbst um sein Leben kümmern. Er ist somit ein Care-Leaver. Doch für viele Care-Leaver funktioniert das nicht. Der Paritätische setzt sich zusammen mit dem Jugendamt dafür ein, dass auch junge Erwachsene Hilfe und Unterstützung bekommen. Auf ihrem Heimweg begegnet Symra Sarah. Sie wohnt in einer Unterkunft für Geflüchtete und möchte gerne zur Schule gehen. Doch in ihrer Unterkunft gibt es keine Möglichkeiten dafür. Der Paritätische fordert, gibt allen Kindern die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Denn es gibt in Deutschland das Recht auf Bildung für alle. Er setzt sich dafür ein, dass die Menschen in eine Kommune umziehen, damit die Kinder dort auch zur Schule gehen können. Zu Hause beschwert sich Symras Bruder Mischka über die Maßnahmen des Infektionsschutzes. Er hat einerseits Angst, seine Familie gesundheitlich zu gefährden, aber andererseits vereinsamt er im Homeschooling und darf seine Freunde nicht treffen. Der Schulsozialarbeiter hört den Jugendlichen zu und findet mit ihnen zusammen Wege, um ihre Sorgen und Ideen an den richtigen Stellen einzubringen. Denn Beteiligen und Mitbestimmen muss auch in Pandemiezeiten gewährleistet sein. Sogar Symras kleine Schwester Sascha lernt in ihrer Kita Kunterbunt, selbstständig zu entscheiden und mitzubestimmen. Denn bei den Kitas des Paritätischen werden Kinderrechte durch aktive Beteiligung der Kinder gestärkt. Symras Freundin Paula geht gerne ins Jugendzentrum Hauptstraße, weil hier Platz ist, sie Computer nutzen und ihre Freunde treffen kann. Heute trifft sie Jugendsozialarbeiter Carlos, der sie bei ihrer Berufswahl unterstützt. Gemeinsam mit der Jugendarbeiterin Nele finden sie einen Weg, wie Paula ihren Traumberuf erreichen kann. Denn eine stabile berufliche Integration ist Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe. Wenn Symra nun in ihrer Einsatzstelle arbeitet, hat sie verstanden, dass sie Teil einer großen paritätischen Gemeinschaft ist. Diese ist gleichwertig, tolerant, offen, bunt, überkonfessionell und parteipolitisch ungebunden. Der Paritätische ist ein Dachverband für über 10.000 eigenständige Organisationen, Einrichtungen und Gruppierungen. Der Paritätische setzt sich für soziale und demokratische Werte auf allen Ebenen und in allen Lebensbereichen ein. Er setzt sich ein für alle Menschen, auch für die, die sonst keine Lobby haben. Denn jede Stimme zählt gleich und jede Stimme zählt, um Demokratie zu stärken.